Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es darum, tief in das hineinzutauchen und zu verstehen, warum du dich genau hier auf der Erde inkarniert hast, was du tatsächlich eigentlich bist und wie du jetzt in deinem Leben Heilung findest für schwere Krankheiten, für sehr herausfordernde Situationen und wie du verstehen kannst, warum dir diese Dinge begegnen. Du bist im Kern unendlich groß und erschaffst deine Realität. 2006 wurde ich in einem tiefen Ereignis mit meiner inneren Stimme verbunden, mit meinem höheren Selbst. Das ist die Kerngrundlage von all meinen Videos und die Weisheit, die durch mich hindurch herauskommt. Wir sind in dieser Weisheit, in unserer unsterblichen Energie, alle eins. Souveräne Wesen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist nicht umsonst, dass du genau jetzt hier bist. Dein inneres Wesen, dein unsterblicher Kern, macht nichts in deinem Leben einfach so, zufällig oder ohne Absicht. Und du kannst gar nicht unterwegs sein ohne deinen unsterblichen Kern. Denn du hast beschlossen, in deinem vollkommenen multidimensionalen Zustand hier auf die Erde zu kommen, in diese dritte Dimension, was wir hier in Erde nennen und dritte Dimension nennen, mit der Realität, die wir so kennen. Du hast dir sehr sorgfältig deinen Körper designt und ausgesucht, wann, wo und wie du in welcher Form in das Bild eintauchst, zu inkarnieren, und hast einen sehr detaillierten Plan gehabt, bevor du hierher auf die Erde kommst, was du alles vielleicht durcharbeiten willst, was du alles erfahren willst und warum du genau hier jetzt auf der Erde bist. Nichts davon ist zufällig. Und tatsächlich sind wir im Grunde genommen nicht in der Lage, irgendjemanden für irgendetwas zu be- oder verurteilen. Denn wir haben keine Ahnung, was, wer, weswegen, wie erfahren will. Nur wichtig ist zu wissen, jeder entscheidet sich für seine Erfahrungen, selbst wenn wir für unseren eigenen Eindruck riesengroße Umwege gehen, durch unglaubliche Schwierigkeiten hindurchgehen, schwer krank werden, dann ist es so, dass vielleicht unser Bewusstsein sehr, sehr eingeschlafen ist im Verhältnis zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Und ganz vergessen hat, wer wir eigentlich sind. Und das innere Wesen versucht uns durch die Ereignisse immer wieder klarzumachen, hey, erinnere dich, du wolltest ja das und das und das erleben. Und du kennst vielleicht selber in deinem Leben, es gibt so wie Wegsteine, markante Punkte, die wir uns gesetzt haben vor der
vor unserem Leben, wenn wir an diesen Punkten kommen, um uns daran zu erinnern, hey, wir sind jetzt genau an diesem Punkt in unserem Leben, jetzt geht diese oder diese oder diese Phase los. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du es aber auch gar nicht. Und ich habe natürlich diesen Zugang zu diesem Wissen durch diese Angebundenheit an mein inneres Wesen. Und ich spiegle eigentlich nur einen Aspekt von dir, den du auch hast. Und durfte selber in meinem Leben so genau erfahren, wie das genau stimmt. An einem bestimmten Punkt kam ich da heran, dass ich von meiner inneren Stimme, meinem höheren Wesen, meinem unsterblichen Kern in die Akasha-Chronik eingeführt wurde. Die Akasha-Chronik, die alles hält, was wir an Erfahrungen machen und was an Erfahrungen und was überhaupt passiert, überall. Es gibt verschiedene Akasha-Chroniken, es gibt eine, die für die Erde ist, es gibt welche für die verschiedenen Planeten, für verschiedene Dinge. Und ich habe die Frage gestellt gehabt, warum ich eigentlich inkarniert bin und was meine Aufgabe ist. Und wir haben uns ja manchmal Dinge vorgenommen, die ganz, wie sagt man, verhältnismäßig simpel klingen. Und aber für uns vielleicht ganz viel bedeuten. Das ist, dass wir meistens irgendetwas in unserer Seele ausbilden wollen, Mitgefühl zum Beispiel oder ja, oder Liebe oder Selbstliebe oder solche Dinge, weil wir die in Erfahrungen in früheren Leben vielleicht mal genau umgekehrt gemacht haben. Und wenn wir eben nicht inkarniert sind, also sagen wir mal nicht hier auf der Erde inkarniert sind, in so einem Zwischbereich, wo wir sozusagen alle wieder zusammenkommen und sagen, wow, was haben wir, wir lieben uns alle. Alle Menschen, ja, wenn wir zusammenkommen, nicht auf der Erde, dann glaubst du gar nicht, wie anders das ausschaut. Und dann kommen wir wieder in dieses Spiel hinein und dann meinen wir, der ist doof und der ist ganz bescheuert und den muss man bekämpfen und so weiter. Und sind dann in diesem Spiel, wo wir diese Erfahrungen hier auf der Erde machen, in der Rolle, die wir uns gerade ausgesucht haben, in der Form, wie wir das Leben erleben wollen. Ja? Das heißt, die Rolle, wie du spielst, der Körper, wie den du hast, alles das ist alles designed bei dir. Um das genau so zu erfahren, wie du das erfahren willst, um genau die Dinge entwickeln zu können, die du entwickeln möchtest. Also ich habe zum Beispiel dann erfahren, bei mir ist das Thema Selbstliebe, weil mein Selbstliebe ist, mein Selbst wieder zu erkennen. Meine Aufgabe hier auf der Erde und dann da heraus anderen Menschen zu helfen, ihr Selbst wieder zu finden und zu erkennen. Und in die Selbstliebe, denn unser Selbst ist Liebe, zurückzufinden. Das ist, was ich mir vorgenommen habe, im Kern. Und ich habe dann gesehen, boah, alles macht Sinn, wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt anschaue. Es gibt überhaupt keine Zufälle. Ich kam 2016 in eine Erfahrung, wo ich schwer rheumakrank wurde. Im Krankenhaus haben sie mir gesagt, ich habe unglaublich hohe Rheumawerte und wenn ich ihre schweren Medikamente nicht nehme, dann würde ich nicht mehr bewegen können. Und ich habe das gehört, ich bin aufgestanden, ich war damals sehr bekannt als Modedesignerin, sie wollten mir nur das Beste tun. Ich habe das gehört und gewusst, das ist nicht mein Weg, ich gebe meine Kraft nicht ab an jemanden anderen, der das für mich richtet. Ich wusste, hier liegt ein Geschenk für mich drinnen, das muss ich selbst entschlüsseln. Vor allem, Krankheit bedeutet, das wusste ich und hatte ich nie vergessen, bedeutet von dem höheren Selbst aus, hey,
du bist nicht ganz da, wo du sein sollst. Mach jetzt die entsprechenden Wandlungen, dass du das tun kannst, was du dir vorgenommen hast. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Modedesignerin und mein System unten drunter sagte, du, deine ganze Mode und alles, was du gemacht hast, ist eine super Studienstätte für die Dinge gewesen, die du alle ausbilden wollen, für die Aufgabe, für wofür du, wie sagt man, gekommen bist. Ich meine, für alles bin ich gekommen, ja. Aber was ich heute tue, ich habe gigantische Erfahrungen machen können, genau dass ich meine eigene Marke aufgebaut habe und damit auch Schauen in New York und was weiß ich gehabt hatte und Mitarbeiter und eigene Produktion und alles drum und dran und auch in finanziellen Hochs und Tiefs und so weiter gelebt habe, wodurch mein ganzes Bewusstsein, wie sagt man, immer mehr sich hat erwecken können, wie die Dinge eigentlich so ineinander sitzen. Und dass ich das sagen kann, was ich heute sagen kann, weil ich ausschließlich aus meinem Herzen spreche, aber auch eins zu eins aus den Erfahrungen und aus dem Durchgangensein und dadurch diese Dinge, die ich sage, in meiner Frequenz trage. Das heißt, wenn du mir zuhörst, fühlst du einfach über meine Frequenz, in deiner Frequenz, die Ehrlichkeit von dem, was ich sage, weil ich bin, was ich sage und erfahren durfte, was ich sage. Und dieses schwere Rheuma, was 2016 aufgetaucht ist, hat mir geholfen, den Umschwung hinzubekommen, raus aus dem ganzen Modezusammenhang. Es hat das vorbereitet, um sozusagen das alles loszulassen und wirklich mich zu öffnen für das, was ich heute mache. Und das Geheimnis ist, es geht immer mitten durch die Angst, dass ich sprechen sollte. Also ich wurde 2018 von meiner inneren Stimme geführt, eine Sprecherausbildung zu machen. Und ich dachte, wie kann ich vor Leuten sprechen? Das ist das Entsetzlichste für mich überhaupt. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Es ist das Schlimmste, meinen Mund aufzumachen in einer Gruppierung von Menschen. Aber ich habe blind, vertrauensvoll, bin ich dem gefolgt und habe das gemacht und wurde dann auch da Ambassador für diese Ausbildung. Danach, meiner eigenen Ausbildung, habe vielen anderen Menschen geholfen, Sprecher zu werden. Und ja, und heute ist das meine Lebensgrundlage, genau das. Und den Ausstieg wirklich mit meinem Mann und mit allem drum und dran aus dem alten Leben tun zu können, erforderte auch noch den Unfalltod unserer Tochter, 2019, Ende April. Ich wusste schon, dass ich bereit bin, alles loszulassen, aber mein Mann vielleicht noch nicht ganz. Und dieses Ereignis dann, ja, den toten Körper so vor sich zu sehen und dann zu wissen, okay, es gibt nichts festzuhalten, es gibt nur jetzt zu leben und zwar jetzt zu tun, wofür ich da bin, und durch alles hindurch zu gehen, loszulassen, zu vertrauen und einfach zu folgen. Und das waren wir beide in der Lage. Ich erzähle ja immer wieder diesen Punkt von dem Anruf, wo ich gehört habe, dass unsere Tochter tödlich verunglückt ist. Es ist ein sehr, 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 sehr heftiger Anruf. Der geht sehr, sehr auf den Grund. Und ich war aber in der Lage, meine innere Stimme zu fragen, warum. Und sie sagte, wir bestimmen. Also wir heißt ich, also mein unsterbliches Wesen, bestimmt, wann, wo und wie wir geboren werden, was, wann, wie wir erleben wollen und wann, wo, wie wir wieder gehen. Und damit waren wir in der Lage, das zuzulassen, zumal ich die Fähigkeit natürlich habe, schon als Kind gehabt habe, mit Verstorbenen ganz normal im Kontakt zu sein. Insofern habe ich auch erlebt, dass
ja gar nichts von Trennung irgendwie stattfindet. Vielleicht viel mehr Verbindung. Aber das war alles notwendig, um dann sozusagen wirklich alles loszulassen und wirklich ausschließlich und tief dem Herzen zu folgen und mit einem One-Way-Ticket nach Asien aufzubrechen ins Neuland und dann zu sehen, dass das Herz in der Lage ist, also zu orchestrieren, ein Leben in einer Perfektion, wie es besser nicht sein kann. Also was wir alles erlebt haben, wir sind 2019 in Asien angekommen, schon mit dem Flieger, als ich landete, kamen mir die Tränen und ich wusste, wow, ich bin nach Hause gekommen. Und seither, also ein Wunder nach dem nächsten, ist in unser Leben gekommen und alles ist ein Erblühen, eine Schönheit, eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Perfektion. Die ist in Worte nicht zu fassen. Ich kann nur sagen, seither bade ich in Dankbarkeit täglich. Ich erzähle das deswegen, weil ich sehe, dass sehr viele Menschen an verwandten Punkten stehen. Verwandte Dinge durchlaufen. Und um dir vielleicht eine Orientierung zu geben und dir zu zeigen, wenn wir loslassen, vertrauen und unserem Herzen folgen, da sagt der Verstand grundsätzlich und ausschließlich, das geht nicht, du spinnst und du bist vollkommen verrückt. Und wenn wir das dann trotzdem tun, rückt sich wirklich alles ineinander. Ich höre ja auch immer wieder die Frage, ja, wie, ich weiß gar nicht, was ich wirklich will. Ich wusste auch nicht, was ich will. Ich hätte mir aus meinem Kopf nie ausdenken können, hier nach Asien zu gehen. Aber unser Herz weiß alles. Unser Herz kennt den Weg, jeden einzelnen Moment. Und wir sind jeder einzelnen Situation, sind wir gefragt, folgen wir unserem Verstand, folgen wir unserer eigenen Limitierung und Angst. Und unser Leben ist grau, öde, langweilig, angstgeprägt und komplett eingeschnürt. Oder folgen wir dem Herzen. Das Herz ist ein tiefer Strom. Ich habe eine zentrale Ausbildung zum Beispiel erstellt durch meine innere Stimme, wie man in die Verbindung von seinem Herzen kommt. Und ich sehe immer wieder, es ist für jeden sehr, sehr unterschiedlich, was er wahrnimmt, wie das genau für ihn ist. Aber das, was zusammenkommt für uns alle, es ist ein tiefer Fluss in uns, der genau weiß, wann, wo, wie, was tun. Wir nennen es auch Bauchgefühl. Wir nennen es ein tiefes Ahnen. Es ist wie ein Naturereignis, wie ein Fluss, wie ein Vulkan. Es ist ganz tief in uns vorhanden. Der war in der Lage, auch zu bestimmen, zu welchen Eltern und zu welchem Zeitpunkt wir wann, wo wir auf dieser Erde zum Beispiel geboren werden. Und der ist immer da. Und das Aktivieren der Fragen nach innen und das Hören nach innen und das Aufsteigen lassen von unten, aus den Tiefen unseres Seins und das dann daran glauben und tun, ist der Schlüssel, das zu aktivieren in uns. Natürlich ist es so, dieser Punkt ist zum einen
suppressed, also sehr, sehr weggehalten worden. Bei uns in unserer Gesellschaft. Stell dir vor, wir hätten das schon als Kinder gelernt. Ich meine, wir sind ja als Kinder sowieso schon da und wir wären da drin unterstützt worden, jetzt unserer Intuition und unserem inneren Wissen zu folgen, anstatt so alles mögliche Blutimmigration zu lernen, à la Pipi. Pipi ist ein ganz gutes Beispiel von dem, worauf es eben genau gerade ankommt. Eben genau dem nicht zu folgen, die folgt ausschließlich ihrem Herzen, immer der größten Begeisterung in jedem Augenblick. Das ist ein wunderbares Bild, ja, und reite dann mal bei der Schule vorbei. Und das hat ganz viel mit Befreiung zu tun, von nicht folgen, was der Verstand sagt. Der Verstand sagt, das geht aber nicht. Und dann mache ich es gerade und dann kommt die ganze Lebendigkeit in uns hoch, die ganze Freude, die Begeisterung, ja? die Frische, die Leichtigkeit, die Jugend. All das, was wir suchen, was wir haben wollen, was wir sind, deswegen wollen wir das haben. Wir sind das ja. Wir sind Liebe, Leichtigkeit, Verbundenheit, Freude, all das, was wir suchen. Das ist noch in uns eine Stimme, die uns an uns selber erinnert und anwesend ist. Und natürlich ist es so, je nachdem, wo dein Bewusstsein steht und wo du gerade so in deinem Leben stehst, sehr viel ist unsere Gesellschaft daran interessiert oder passiert, dass wir sehr, sehr hoch leben. Hoch leben heißt kurzatmig, nicht richtig in unserem Körper drinnen, völlig schnell, immer dem Verstand folgend, blitzschnell, Angst gesteuert, keine Souveränität, ja, folge ich, mache ich alles richtig, tue ich die Dinge so, wie sie gewollt werden, kann ich irgendwie noch dahin kommen, dass ich nur ein bisschen ansatzweise noch angenommen werde, so wie ich bin. Und das ist kein Urteil, was ich da sage, sondern es ist eine Wahrnehmung. So leben viele. Und wenn ich so lebe, da oben, ist alles furchtbar schwierig, mühselig. Ständig werde ich angefallen und alles ist furchtbar. Und mein Gleichgewicht ist natürlich ganz, ganz schwer zu halten. Dafür ist Meditation zum Beispiel da. Eine sehr sinnvolle Einrichtung, um in meinem Körper nach unten zu sinken, tiefer hinein, meinen Verstand durchziehen zu lassen, mehr mich zu zentrieren, mal still zu werden, ruhig zu werden, nach unten zu sinken und dann vielleicht immer mehr an diesen tiefen Strom in mir anzuschließen. Wenn ich von unten meinem Strom folge, in meiner Ruhe bin und meiner Souveränität sitze, habe ich Abstand zu den Dingen, die passieren. Ich bin mehr Beobachter des Lebens als mittendrin. Ja. Und du hast die Möglichkeit zu wählen und von Augenblick zu Augenblick zu schauen, wo stehst du gerade? Im Hier kann ich nichts anderes machen, als da finde ich keine Lösung, in dem zu bleiben, als zu sagen, so, ich mache Detachment, ich, wie sagt man, löse meine Anhaftung an das Ereignis nach außen ab, lass das alles mal abziehen und komme in mich hinein und komme in die Ruhe. Anders gesagt, alles sagt, draußen ist die Realität und damit ist die Katastrophe am Dampfen. Dabei heißt es, hallo, es ist ja genau umgekehrt. Draußen ist mein Spiegel, innen bin ich. Was spiegel ich gerade? Will ich das sehen? Ja. Nein, das will ich nicht sehen, also lachen. Also lache ich. Ja? Kann ich nichts draußen ändern am Spiegel. Aber hier drinnen alles. In dir ist alles. Jeder andere Mensch ist ein Spiegel von dir. Souveränität in dir erlangen.
durch das Abschalten des Getobes von außen und in die Ruhe kommen von dir selbst und zu erfühlen, was ist es, was du jetzt wirklich tun willst, was ist es, wofür du da bist, was ist es, was du wirklich willst. Und die Aktivierung eben dieser Hilfe von innen, dem eigenen inneren Wesen bewusst im Leben wahrnehmen zu können, ist die Fähigkeit zu fragen. Die Parzival-Geschichte spricht im Kern genau davon. Parzival kann erst nicht fragen und kann dadurch nicht helfen und lernt dann mühselig zu fragen und ist dann schlussendlich in der Lage, den Gral zu empfangen. Der Gral ist in uns, heute in jedem Einzelnen, aus dem alles kommt, alle Fülle, aller Reichtum. In deinem Herzen liegt er. Fragen ist notwendig, um ihn zu aktivieren. Alles hast du, was du brauchst für diese Zeit in dir. Es geht darum, dich zu aktivieren von innen, dich zurückzuerinnern an wer du wirklich bist und wie du ganz normal funktionierst. Das ist unser normaler Zustand. Das andere ist eine Rolle, die wir spielen, die wir auch niemals sind. Alle Traumata und alles erfährst du in dieser Rolle, bist du aber niemals selbst. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich hatte in meinem Leben dreimal die Möglichkeit, wirklich eins zu eins in einer anderen Rolle zu erwachen, also sie bewusst oder wie in einem Wachtraum zu erleben, aber so richtig pur, reell, in ganz unterschiedlichen Rollen war ich mit meinem Kern am Spielen. Einmal als Junge, einmal als ganz alte Frau in einem ganz anderen Jahrhundert und eben die Rolle, die ich jetzt spiele. Und alle drei Erfahrungen sind vivid, sind sehr, sehr lebendig in mir drinnen und ich spiele mit voller Intention und Detailliertheit jeweils die Rolle, die nichts zum Beispiel mit der jetzigen Rolle zu tun hat, die ich jetzt spiele. Ja, außer dass es eben eine Urklangfrequenz gibt, die mich wieder an mich selbst erinnert, den Teil in mir, der unsterblich ist. Das heißt, es geht darum zu erkennen, die Sprache deiner eigenen Seele, deines eigenen wissenden, unsterblichen Wesens, was dir von Moment zu Moment immer in unendlicher Liebe und Unterstützung zur Seite steht und dir zeigt, durch die Ereignisse, die dir im Leben begegnen, mein liebes Wesen, erinnere dich. Was ist es, wofür du hergekommen bist? Was wolltest du erfahren? Jedes einzelne Ereignis, was wir erfahren, ist für dich. In jedem einzelnen Ereignis, wenn es noch so schlimm ist, liegt etwas in dir drinnen, was du brauchst. Ein Schlüssel für den nächsten Schritt, ein Schlüssel, um weiter dein Bewusstsein erwecken zu können, dich weiter erinnern zu können. Also, wo du anstatt über ein Ereignis zu schimpfen oder in die Angst zu gehen, anfängst zu suchen, was will mir die Situation sagen? Bist du in der Lage, gigantische Schritte in deinem Leben zu machen? Natürlich habe ich nichts mehr von Rheuma in meinem Körper. Das hatte ich schon 2020, als ich nochmal in Europa war und das habe messen lassen, nicht mehr. Kein einziges Gramm Rheuma und ich kann restlos frei bewegen und ich habe furchtbare Schmerzen gehabt. Ich bin durchgegangen und ich habe nicht ein einziges Medikament genommen. Ich bin meiner inneren Stimme gefolgt. Natürlich habe ich viele Menschen gehabt, die ich um Hilfe gebeten habe, mir Dinge aufzuzeigen, die ich nicht in der Lage war zu sehen, wo ich selber blind war für mich selber. Dafür sind wir auch im Miteinander da. Und habe
durch die furchtbarsten Schmerzen hindurch das Tollste entwickeln dürfen, worauf ich richtig stolz und dankbar bin heute, nämlich ganz, ganz viel verstanden, ganz tief wissend, wieder rückerinnert worden zu sein an das, was wir eigentlich sind. Wir haben unvorstellbare Fähigkeiten, die zu uns gehören. Dein Wesen ist in jedem Moment mit einer solchen unglaublichen Treue bei dir und hofft, dass du hinhörst, dass du fragst, dass du um Hilfe bittest, wenn du sie brauchst, nach innen. Um den Diamanten, den Schöpfer, dieses unendlich wertvollste Wesen, was du tatsächlich bist, hier in dieser Dimension, genau mitten in deinen Erfahrungen von Leben, befreien zu können und damit die Welt um dich herum geheimnisvoll und liebevoll in ein Paradies auf Erden zu verwandeln. Ich freue mich von Herzen auf dich das nächste Mal.